Hallo ihr Lieben, heute mal ein ganz, ganz persönliches Video von mir, was ja auf YouTube durchaus erlaubt ist. Ich sehe es ja auch auf anderen Kanälen und es wird tatsächlich auch gerne gesehen. Und ich habe mich veranlasst gesehen, tatsächlich ein Statement auf YouTube hier zu stellen, und zwar betreffend meiner Glatze. Ich habe ja gesagt, dass ich die für die Rolle des Fester Adams gemacht habe im Musical The Addams Family, und das ist auch wahr. Allerdings ist das nur die halbe Wahrheit. Ich mache dieses Video, weil mir halt tatsächlich viele auf die Schliche gekommen sind, weil auf meinem Kopf halt rote Stellen entdeckt wurden in einigen Videos, und weil ich tatsächlich halt eine Woche lang nichts gepostet habe auf Instagram und es auch tatsächlich zu der Zeit keine neuen Videos gab. Also ich habe da dieses Video, in dem ich mir die Haare abrasiert habe, quasi zweigeteilt, damit ich eine Woche lang ein bisschen mehr Ruhe habe für mich. Das habe ich auch gebraucht und ich finde ja auch, ich habe es hinbekommen und es wurde auch nicht doll vermisst. Aber dass ich halt überhaupt keine Fotos von mir persönlich gepostet habe auf Instagram, hat wahrscheinlich doch einige Leute stutzig gemacht. Und dann habe ich halt auch immer wieder Sachen gelesen wegen der roten Stellen auf dem Kopf und so. Und dann kamen immer so Sachen, oh Gott, hat Gnichel jetzt Krebs? Oder ist er krank? Oder so habe ich halt tatsächlich dann gelesen. Und das hat mich jetzt veranlasst, dieses Video zu machen. Und ich merke, ich komme nicht drum rum, euch es zu erklären, also dass ich euch eine Erklärung schuldig bin, ein für alle Mal, also ohne dass ich hier auf jedes Kommentar wirklich eingehen muss, einzeln. Also es ist wahr, also ich hatte wirklich einen Tumor auf dem Kopf, aber nicht Krebs und auch keine Krankheit, sondern es war ein ganz gutartiger Tumor. Einige haben es wahrscheinlich auch gesehen, also bei Leider Lustig, da war die Kamera nämlich sehr nah. Da hat mich nämlich auch jemand darauf angesprochen, dass man das da gesehen hat. Es war halt einfach nicht schön, es war nichts Schlimmes. Es sah halt einfach nur nicht gut aus, ne, weil es auch durch meine Haare schimmerte. Und ja, ich hatte das sowieso vor, den wegzumachen, und da kam es mir sehr, sehr gelegen, dass ich diese Rolle bei The Addams Family auf Fester caste, weil ich weiß, dass ich mir dafür hätte hier so eine Glatze hätte rasieren müssen, und das sieht auch scheiße aus. Dann dachte ich, ich mache ja keine halben Sache, ihr kennt mich ja, ne? Ich dachte, ganz oder gar nicht, ne? Zack, alles ab, und ich finde, es ist sehr, sehr gut geheilt. Es sah ganz schlimm aus, die Zeit, deswegen gab es auch keine Fotos und so von mir. Ich habe zwar viele Fotos gemacht, aber die will ich euch hier ersparen, weil es sah wirklich nicht lecker aus. Ich bin dann auch in der Öffentlichkeit nur mit dieser Mütze rumgerannt hier in der Zeit. Und ja, wie gesagt, also ich finde, war ich euch jetzt schuldig, die Erklärung. Man sieht, es ist wirklich sehr gut geheilt, und mal gucken, es bleibt wohl nur eine kleine Narbe, aber da wachsen die Haare dann drüber. Ich bin sehr, sehr glücklich darüber, dass ich das endlich los bin. Ich werde jetzt, sobald Addams Family abgespielt ist, die Haare sofort wieder wachsen lassen und freue mich dann, dass ich da nicht diesen Tumor habe. Also Tumor übrigens ist ein Wort, das klingt für viele immer ganz schlimm, aber Tumor ist nicht unbedingt ein schlimmes Wort, ne? Es bedeutet einfach nur so ein externer Auswuchs quasi, ne, der sich intern entwickelt. Also es war auch gut mit Blut versorgt, sagte mir der Arzt. Aber es ist alles gut. Danke, dass ihr euch Sorgen gemacht habt. Ihr braucht euch keine Sorgen machen. Ich werde auch bald wieder Haare haben. Ich freue mich auf jeden Fall weiterhin auf die Zeit mit euch hier. Ihr könnt hier auch alle Vlogs nochmal sehen von der Addams Family. Von den Aufführungen gerade lade ich Videos hoch. Und ja, viel Spaß bei allem. Macht's gut. Rock'n'Roll. Euer Gnichel.